Herzlich willkommen zu Hafenszene MV. Unser Thema heute: der Ostseehafen Rostock. Kurze Wege für rollende und andere Ladung. Unsere Gäste: die Geschäftsführer der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock MbH, Dr. Gernot Tesch und Jens-Aurel Scharner. Im Fährcenter des Rostocker Seehafens begrüßt sie Moderator Thomas Böhm. Liebe Zuschauer, die Verkehre über die Ostsee sind seit geraumer Zeit starken Veränderungen unterworfen. Die wirtschaftlichen Entwicklungen und die politischen Rahmenbedingungen in der Region beeinflussen natürlich auch die Güterströme. Insbesondere das seit Jahresbeginn 2015 geltende Limit von 0,1% für den Schwefelanteil im Schiffstreibstoff hat die Reedereien unter einen immensen Kostendruck gebracht und zwingt sie zu Kursänderungen im operativen Geschäft. Auf diese neuen Anforderungen müssen sich natürlich auch die Häfen einstellen. Sie sind die erste Adresse bei der Verknüpfung von Seeweg, Schiene, Straße und deshalb auch zuerst gefragt, den neuen Entwicklungen in Politik, in Wirtschaft natürlich Rechnung zu tragen. Der Seehafen Rostock spielt dabei eine entscheidende Rolle. Er ist der größte Universalhafen an der deutschen Ostseeküste und spielt natürlich als größter Umschlagplatz im südlichen Ostseeraum dort eine entscheidende Rolle. Auf den aktuellen Wandel reagiert der Hafen mit einer Produktivitätsoffensive in allen Sparten. Bevor wir darüber sprechen, blicken wir zuerst auf die Ro-Ro-Verkehre im Rostocker Seehafen. Der Seehafen Rostock hat sich in seiner jüngeren Historie zu einem exponierten Umschlagsplatz für Ro-Ro-Verkehre im südlichen Ostseeraum entwickelt. Im sechsten Jahrzehnt des Bestehens des Hafens entfällt mehr als jede zweite umgeschlagene Tonne auf die rollende Fracht. Im Jahr 2014 wurden im Seehafen insgesamt 24,2 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Der Anteil der Fähr- und Ro-Ro-Güter betrug 13,6 Millionen Tonnen. Aufgrund der günstigen geografischen Lage dient der Seehafen Rostock konventionellen Speditionen und schienengebundenen Transporteuren als Verkehrsdrehscheibe auf der Nord-Süd-Achse zwischen Kontinentaleuropa und Skandinavien. Die Fähr- und Ro-Ro-Verkehre verbinden den Hafen regelmäßig mit den Fährhäfen Geza in Dänemark und Trelleborg in Südschweden sowie mit finnischen Häfen. Zum Hafen Hankow besteht von Rostock die kürzeste Verbindung zwischen Deutschland und Finnland. Vom umgebauten Fährterminal aus sollen in der zweiten Jahreshälfte 2015 im Liniendienst nach dem dänischen Geza auch zwei neue Fährschiffe der Reederei Scandlines fahren. Der eigens neu gebaute Fähranleger mit Doppelrampe ermöglicht kurze Hafenliegezeiten bei gleichzeitig hoher Qualität in der Be- und Entladung. Ja. Herr Scharner, im Seehafen Rostock ist eine Menge los. Neben den angekündigten Fähren von Scandlines, die jetzt auch endlich kommen, werden die Abfahrtsfrequenzen im Fährbereich erhöht. Es findet mehr Ro-Ro-Verkehr statt. Was heißt das für die Entwicklung im Ostseeraum insgesamt? Für den Fährverkehr natürlich und auch für den Ro-Ro-Verkehr. Ja, wir sehen eine Entwicklung in diesem Jahr, dass gerade den Kurzstreckenverkehr, den Verkehr nach Dänemark und Schweden, die Frequenz zunimmt, dass die Reeder ihre Fahrpläne anpassen, dass in den Längerstreckenverkehren, zum Beispiel nach Finnland, wir zusätzlichen Wettbewerb haben. Wir sehen Finnlands, die zusätzlich von Hankow Schiffe einsetzen und wir sehen zusätzlichen Wettbewerb durch den Eintritt von SRL in den letzten Jahren, zusätzliche Frequenzen nach Finnland. Herr Tesch, ich habe es bereits schon erwähnt, und zwar das Schwefellimit auf 0,1% festgelegt. Was heißt das für die Reedereien? Sind die noch marktfähig? Und natürlich, wie reagiert der Hafen darauf? Wie kann der Hafen da unterstützend mit eingreifen? Die neuen Schwefelgrenzwerte bedeuten zuallererst mal eine zusätzliche Kostenbelastung für Verlader, für Reeder, wenn diese Kostenbelastung auch wesentlich geringer ausfällt als ursprünglich befürchtet, erwartet durch die extrem niedrigen Ölpreise heute. Aber generell gehen wir davon aus, dass die Reeder sich anpassen. Wir haben leider viel geringere Neubauaktivitäten als in der Rest der Welt zu sehen in den Seegargebieten. Wir haben aber viele Umbauten, vor allem im Fähr-, Ro-Ro- und im Cruise-Bereich.
Wir haben aber auch die Möglichkeit, diese zusätzlichen Kostenbelastungen auszugleichen durch andere operative Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere die Nutzung tendenziell der kürzeren Seestrecke, aber auch die Verkürzung der Hafenliegezeit. Und beide Faktoren spielen Rostock eigentlich in die Hände, weil wir tendenziell die kürzere Seestrecke anbieten können gegenüber unseren Wettbewerbern. Aber auch durch die Anstrengungen des Hafens können wir auch beitragen, dass die Hafenliegezeiten sich verkürzen, nämlich durch optimierte Vorstauflächen, wie auch durch Doppelrampen, die wir hier durch Investitionen geschaffen haben im Fährbereich in Zusammenarbeit mit den Reedern. Herr Scharner, für die rollende Ladung ist die Hinterlandanbindung natürlich der Häfen ganz, ganz wichtig. Der kombinierte Verkehr besitzt da so eine Art Scharnierfunktion. Lkw-Trailer werden vom Schiff dann direkt verladen auf die Schiene wiederum. Wie fügt sich das letztendlich zusammen in einem leistungsfähigen Terminal und wie soll sich das in den kommenden Jahren hier entwickeln im Hafen? Die Hafenentwicklungsgesellschaft hat zusammen mit ihren Partnern in den letzten Jahren investiert in den kombinierten Ladungsverkehr, in den KLV-Terminal, den wir hier in Rostock haben. Der KLV-Terminal und die funktionierende Hinterlandanbindung sind ein zentrales Merkmal des Hafens Rostock. Sie sagten, Sie erwähnen das schon, wichtig ist der Hinterlandverkehr. Wir konnten in diesem Jahr zusätzliche Anbindungen nach Duisburg und Verona schaffen. Das stärkt den Hafen, das stärkt die Hubfunktion, die wir in Rostock haben und stärkt natürlich auch damit unsere Wettbewerbssituation im Vergleich zu anderen Häfen in der Ostsee. Liebe Zuschauer, der Seehafen Rostock setzt weiterhin auf die Trumpfkarte rollende Fracht. Doch seine Wettbewerbsfähigkeit setzt er auch in anderen Bereichen unter Beweis. Im Massengutbereich werden wachsende Güterströme erwartet. Daran will der Hafen partizipieren. Wie gut er aufgestellt ist, das zeigen wir Ihnen im nächsten Film. Traditionell gehören im Seehafen Rostock die Massengüter zu den festen Größen im Umschlagsgeschäft. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 7,1 Millionen Tonnen Schüttgut über die Kaikante an der Warnow angelandet bzw. verladen. Mit 3,2 Millionen Tonnen schlug Getreide in der Bilanz am stärksten zu Buche. Neben Getreide, Kohle und Düngemittel trugen Zement mit 550.000 Tonnen und Split mit 444.000 Tonnen am meisten zum Gesamtaufkommen in dieser Sparte bei. In den Jahren 2013 und 2014 verzeichnete der Massengutumschlag mit 15 bzw. 18% zweistellige Zuwachsraten. Der Seehafen verfügt über eine leistungsfähige Infrastruktur zur Bewältigung der Schüttgutmengen. An den Liegeplätzen 23 und 24 können zum Beispiel täglich bis zu 20.000 Tonnen Kohle gelöscht werden. Die vorhandene Lagerkapazität für 240.000 Tonnen Kohle gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung des nahegelegenen Rostocker Steinkohlekraftwerkes. Ja, wie sieht es aus, Herr Dr. Tesch? Und zwar der Massengutbereich des Seehafens, das ist ein Wachstumsbereich. Da gibt es überdurchschnittlich hohe Zuwächse in den letzten Jahren. Welche Gründe gibt es dafür und droht der Hafen hier in Rostock da nicht an seine Kapazitätsgrenzen zu stoßen? Also der Massengutbereich war schon immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Rostocker Hafens. Ist eigentlich wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsmodells als Universalhafen. Wir freuen uns über die Zuwächse insbesondere in den letzten Jahren. Aber in den Zeiten der Krise waren die Massengutbereiche durch ihre geringere Konjunkturanfälligkeit ein Stabilitätsanker für das Umschlagsergebnis im Rostocker Hafen. Wenn ich jetzt einmal von den vielen Massengutarten, die wir in Rostock handeln, mal das Getreide als Beispiel herausnehme, haben wir hier mittlerweile über 4 Millionen Tonnen erreicht. Das hat sicherlich auch spezifische Gründe. Wir haben hier sehr, sehr gute Ernten in den letzten Jahren gehabt, aber wir haben insbesondere durch den hohen Qualitätsstandard der deutschen Landwirtschaft sehr, sehr hohe Qualitäten in der Weizenproduktion, sodass Rostock und das Hinterland von Rostock attraktiv ist für den Weltmarkt. Wir sind alle wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt und können Getreide in alle Welt, insbesondere nach Nordafrika, in den arabischen Raum und den Persischen Golf verschiffen. Wir haben in der Tat Kapazitätsengpässe, insbesondere seeseitig, aber landseitig haben wir geringere Möglichkeiten noch auszubauen,
müssen hier aber auf die Hafenerweiterung verweisen, weil wenn wir im Massengutbereich wachsen wollen, müssen wir entsprechende Flächenvorsorge betreiben. Und hier stoßen wir im Kreidebereich als auch in anderen Massengutbereichen bereits heute an unsere Grenzen. Herr Schahn, ein ganz wichtiges Thema, was ja auch damit zu tun hat, ist ja natürlich die Vertiefung des Seekanals auf 16,5 Meter. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat beantragt, diese Vertiefung in den Bundesverkehrswegeplan mit aufzunehmen. Diese Wassertiefe würde die Voraussetzung schaffen, natürlich um größere Schiffe natürlich nach Rostock zu bekommen, größere Massengutfrachter. Gibt das der Markt hier in der Ostsee her und ist das wirklich notwendig? Also die zentrale Aufgabe der Hafenentwicklungsgesellschaft ist ja, Bedingungen zu schaffen, sowohl für die Reeder als auch für den Hinterlandanbindung, die optimal sind, sodass all große Schiffe optimal hier abgefertigt werden können, damit der Hafen Effizienzvorteile ausspielen kann. Die Entwicklung der Seeschifffahrt, die wir in den letzten Jahren beobachten konnten, dass es immer mehr zu größeren Schiffen hinläuft. Die Reeder versuchen zu optimieren, setzen größere Tonnage an. Da stoßen wir mittlerweile in Rostock an unsere Grenzen. Wir hatten in den letzten Jahren gesehen, dass die Schiffe, die Rostock ansteuern wollten, nicht ansteuern konnten Rostock, weil Niedrigwasser war. Insofern würde uns eine Seekanalsvertiefung schon A helfen. B ist natürlich auch zu erwähnen, dass wir in den letzten Jahren auch Schiffe gesehen haben, die in anderen Häfen vorabgeladen werden mussten, um überhaupt Rostock anzulaufen. Die Ladung für Rostock hatten, aber andere Häfen vorher anlaufen mussten, um Ladung abzugeben, damit sie hier ihre Ladung, die originär für Rostock bestimmt war, abzuladen. Für diese Kunden, das ist auch unsere Verantwortung, wie wir sie verstehen, ist es notwendig, auch Perspektiven zu haben. Und eine Perspektive ist, eine Seekanalsvertiefung in den nächsten Jahren hier in Rostock zu realisieren und damit die Voraussetzung zu schaffen, dass eben auch größere Schiffe, gerade im Massengutbereich, wie mein Kollege erläuterte, hier Rostock anlaufen können. Ja, vielen Dank. Papier ist ja auch so ein wichtiges Thema für den Hafen. Das ist zwar Stückgut natürlich, aber da werden ja regelrecht Massen hier in Rostock bewegt. 244.000 Tonnen waren es 2014 allein. Und der finnische Papierhersteller UPM spielt dabei eine Schlüsselrolle auch. Und er transportiert seine Produkte natürlich auch über den Rostocker Seehafen. Was bedeutet das, wenn hier natürlich der Papierumschlag noch weiter steigt? Und wie prädestiniert ist der Seehafen Rostock, um genau das zu gewährleisten? Also Papier ist ein überaus wichtiges Gut im Rostocker Hafen, vor allem weil es wertschöpfungsintensiv ist und damit viele Möglichkeiten für logistische Dienstleister bietet. Andererseits ist Papier aber auch eine sehr herausfordernde Gutart, die einfach nur dann abgefertigt werden kann, wenn alle miteinander in der logistischen Kette kooperieren. Die Hero als Infrastrukturgesellschaft ist natürlich bereit und in der Lage, die nötige Infrastruktur bereitzustellen. Aber wir sind insoweit dankbar, dass wir hier mit Euroports einen Partner haben, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er die hohen Qualitätsstandards der finnischen und schwedischen Papierindustrie erfüllen kann, mit einem sehr geringen Schadensniveau beim Umschlag, bei der Lagerung, bei der Weiterverteilung. Und Euroports hat auch den Vorteil, dass sie eingebunden sind in ein international agierendes Netzwerk von Häfen. Euroports ist eben auch in Finnland aktiv und hat so den Kontakt hergestellt zu verschiedenen finnischen Verladern, auch unter anderem zu UPM Kymmene. Und UPM hat dann entschieden, ein Hubsystem in der Ostsee zu installieren. Also Hubsystem, was ist das? Hubsystem heißt, aus drei verschiedenen Eingangshäfen auf kontinentaler Seite in Polen, in Deutschland zwei hat man einen gemacht und die Wahl fiel auf Rostock aus verschiedenen Gründen. Einerseits die zentrale Lage, andererseits habe ich die Seeka-Auswirkungen schon erläutert, sodass wir die tendenziell kürzere Seestrecke anbieten konnten, was die Kostenbelastung durch Seeka für pro Tonne transportierten Papier in der Höhe begrenzt. Und andererseits habe ich, wie eben erläutert, im Hafen einen Umschläger, der das qualitativ gut abhandeln kann. Wir sind aber guter Hoffnung, dass wir in diesem Segment auch neue Kunden, weiter neue Kunden gewinnen können und Rostock auch für andere Papierverlader eine gute Destination darstellt. Ja, also vielen Dank für dieses Interview. Liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, der Rostocker Hafen ist gewappnet für die Zukunft und stellt sich mit nachhaltigen Entwicklungen natürlich auch auf die veränderten Rahmenbedingungen ein. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hafenszene auf MV1.